Ein Nachbar des Hodja hatte die unangenehme Angewohnheit, immer wieder beim Hodja zu erscheinen, sich etwas auszuborgen und es dann vergessen, zurückzubringen. Über diese Unart des Nachbarn ärgerte der Hodja sich gewaltig, brachte es aber einfach nicht fertig, dessen Wünsche abzuweisen. Eines Tages erschien der Mann wieder einmal und sagte: Hodja, meine Frau hat gerade große Wäsche. Würdest du uns wohl eure Wäscheleine borgen? Ich bringe sie in ein paar Stunden zurück. Der Hodja sagte: Ich will einmal nachsehen, und zog sich ins Haus zurück. Nach einer Weile kam er wieder und sagte: Lieber Nachbar, meine Frau hat Mehl auf diese Leine gehängt. Verwundert und auch böse darüber, dass man ihn für dumm verkaufen wollte, grollte der Mann: Na hör mal, Hodja, wer hängt denn Mehl auf die Leine? Nun, war die Antwort: Wenn man sie nicht hergeben will, dann hängt man Mehl daran auf oder meinetwegen auch Teig.